Well, on behalf of FT St. Pauli, a few words in English, because I gather there are friends from Sweden, from the UK, and from the Czech Republic here. So on behalf of a club which an English paper once in a while called the lovely little eccentric club, FT St. Pauli, we are honored to be here. And I think it's a worthy occasion to be congregating here, A, to celebrate the winners of your tournament, but also to take a stance and make a statement against homophobia and canvas for a more open society. Perhaps a telling anecdote, FT St. Pauli was, and I think still is, the first professional football club, or football club to my knowledge, in the upper echelons of German football that until recently had an openly gay president. So that's perhaps for the story, and I'll switch into German now. Also die Willkommensgrüße im Namen des FT St. Pauli nochmal mit Nachdruck und voller Herzlichkeit ausgedrückt. Tolle ist auch 150 Fußballer aus, ja, nicht nur Deutschland, Tschechien, dem Vereinigten Königreich und Schweden kommen nach Hamburg. Hat ja auch was zu tun mit der Sportstadt Hamburg. Hat aber auch was zu tun mit einer Atmosphäre der Toleranz und Offenheit, für die diese Stadt ja bekannt ist. Das soll auch so bleiben und das muss auch so bleiben. Und ich finde auch wichtig, Bastian Reinhardt hat darauf hingewiesen, dass das ja auch ein Zeichen ist im Kampf für Toleranz, Offenheit und gegen Homophobie. Und leider ist es ja noch so, dass der professionelle Fußball einer der wenigen Lebensbereiche ist, in der halt die Verklemmung vorherrscht und der wir ja jetzt in den letzten Wochen jetzt nun gerade absurde Situationen haben, dass sich Fußballnationalspieler oder ehemalige Nationalspieler outen müssen, nicht schwul zu sein. Also man denke nur an die Pressekonferenz von Arno Friedrich, die ich also wirklich entwürdigend fand, dass sowas nötig ist für ihn und dass wir da keine Spannung haben in der Gesellschaft, nicht in Diskussion, zeigt eigentlich, wir müssen die Anstrengungen, dieses Tabu zu brechen, eigentlich verdoppeln. Und dabei ist euer Turnier hier und diese Zusammenkunft ein wichtiges Zeichen. Ich will aber nicht versäumen, auch darauf hinzuweisen, dass der FC St. Pauli, glaube ich, in dem Feld Kampf gegen Homophobie einer der Vorreiter war im deutschen Fußball. Ich will nur in Erinnerung rufen, dass wir seit Ende der 90er Jahre in unserer Stadionordnung Regularien aufgenommen haben gegen Rassismus, aber auch gegen Homophobie im Stadion. Es gibt seit 2002 den ersten schwulen Fanclub. Und worauf wir auch recht stolz sind, wir haben eine große Aktion gemacht jetzt im Rahmen eines Spiels vor einigen Monaten und da ist einer Fangruppe der St. Pauli Mafia ein Wanderbanner als Symbol der Unterstützung im Kampf gegen die Diskriminierung von schwulen Fußballern überreicht worden, kam von Tennis Borussia Berlin und wir waren bisher der erste und einzige Profiverein, der diesen Wanderbanner, nennen wir ihn mal so, überreicht bekommen hat. Im Fußballstadion, aber auch im täglichen Leben werden wir häufig alltäglich mit Fällen von Schwulen- und Lesbenfeindlichkeit konfrontiert. Ich glaube, wir sind gesellschaftlich schon einen unglaublichen Weg beschritten, diesem Thema Einhalt zu gebieten und die Gesellschaft für mehr Toleranz zu öffnen. Euer Turnier, finde ich, ist ein großartiges Beispiel, diesen Kampf und zu intensivieren, diese Anstrengung zu intensivieren. Wir als Verein und ich als persönlich als Vizepräsident des Clubs, aber ich freue mich auch ganz besonders, wir als Hamburger Profivereine mit dem Hamburger SV stehen hinter dieser Kampagne und wir müssen alles tun, auch den Fußball, den Profifußball als Hort gesellschaftlicher Toleranz zu öffnen. Alles Gute und vielen Dank, dass wir zu Gast sein durften heute.